Nachdem wir die Rivals-Mission dieses Mal ja nicht kriegen. So. Dieses Mal mit Kit und Kanbei. Okay. Startarmee von Sturm, ein gutes Stück größer als in der normalen Kampagne. Unsere Startarmee in etwa dieselbe. Das Gute ist, ich muss diesmal nicht drauf aufpassen, wie viel Einheiten von Andy draufgehen. Ja, den bewegen wir mal hier hin. Den dahin, den dahin. Der APC kriegt sowieso den Mid-Tank hier ab. Und. Ja. Ach, du bist auch wieder da, sehr schön. Ich bin jetzt in der letzten Mission. Hast du nicht noch eine Bildschirmübertragung oder hängt sich die immer noch auf? Also? Die hängt immer noch. Ja, Moment, dann mache ich mal ganz kurz eine Aufnahmepause und dann gebe ich dir eine neue. So, Bildschirmübertragung läuft wieder und ja, ich war gerade mitten in Andys Zug. Ich muss hier jetzt erstmal schauen. Ja, recht viel mehr machen wir jetzt erstmal nicht mehr. Okay, Kit. Die Distanzwaffen. So weit wie möglich nach vorne. Also gerade die Missile Launcher und die eine Anti-Air, die wir hier haben, auch. Und der Rest, ja, baut schon mal den Comet Catcher. Weil dafür ist Kit hier da. So leid es mir tut für ihn, aber er muss die Kometen abfangen. Und hier Kanbei. So, zuallererst müssen die Anti-Air-Units nach vorne, weil das erste, was auf mich zukommt, sind eine Menge Flieger. Das letzte Mal hatte ich Eagle hier an dieser Stelle. Eagle hat die coolste Startarmee hier in dieser Mission, aber Eagle in der Advance-Kampagne, das ist etwas, was ich hier nicht spielen will. Mit ihm geht die letzte Mission zwar am einfachsten, aber dafür war es mit Eagle dann auch leider nicht die letzte Mission. Wenn man Eagle hier hat, dann ist das hier nur die vorletzte. Ach, wo bewegt denn der seine Flieger schon wieder? Der bewegt sie wieder mal überall dahin, wo ich sie nicht brauche. Der soll sie alle nach unten bewegen. Ja, so viel hinten gelassen. Ja, das wird eine Arbeit, das aufzuräumen. Naja, egal. Gewinnen tue ich die Mission so oder so. Ist ja nicht sonderlich schwer, die zu gewinnen. Okay. Einen Bomber kriegt man leichter runtergeschossen als einen Jäger, also schießen wir mit der Missile einen Jäger weg. So, auf der Seite komme ich gar nicht heran. Das ist nicht unbedingt die beste Idee, weil Kanbei die alle runterkriegt, oder? Ja, Kanbei kriegt alle runter. Und sogar noch die Infanterieeinheiten da oben. Okay, das heißt, mit Andy kann ich mich mit den Anti-Airs zumindest mal um andere Sachen kümmern. Die Städte darf er meinetwegen haben, aber mal schauen.
Ob ich ihm sie kampflos überlasse, ist die andere Frage. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass das reicht. Naja. So. Dann schießen wir mal ein paar Mech-Einheiten an. Dass er hier nicht alle Städte einfach so besetzen kann. Ist das Ziel, den Gegner platt zu machen oder muss ja, platt machen oder Hauptquartier besetzen? Bomber oder Jäger, was schießt man lieber runter? Ich schieße ihm mal lieber die Bomber runter, die sind gefährlicher. Der Kaupower von ihm kommt so oder so, also die ist so oder so unabwendbar. Was du hier aber mal nicht machst, ist hier besetzen. Kanbei ist dran und Kanbei tötet jetzt erstmal. Kanbei kann zum Glück hier ähnlich gut durchpreschen wie Max. Nur nicht ganz so schön. Bitte? Kanbei kann ähnlich gut durchpreschen wie Max, nur halt nicht ganz so schön. Jetzt muss ich bloß überlegen, wie ich den Rest der Units hinstelle, damit der Meteor nicht bei mir reingeht. Mein Vorteil ist, der Meteor muss sich auf irgendeine Einheit zentrieren. Der geht also nicht komplett random irgendwo rein. Mal hoffen, dass der in Grid reingeht. Ich habe ihm eigentlich mehr als genug Einheiten hingestellt, die er mit seinem Meteor da hinten schön treffen kann. Komm bitte bei Kit. Bitte bei Kit. Ja, gut. Passt.
Der hat noch viel zu viel Flugeinheiten darum. Ja, lieber den Kopter weg, weil ich habe eh keine Flugeinheiten mehr. Das heißt, deine Jäger können mir eigentlich vollkommen egal sein. Ja. Seine Anti-Airs theoretisch auch, aber die können wir wenigstens meine Einheiten noch beschädigen, im Gegensatz zu den Jägern. Mehr Panzer. Ich brauche die Power gerade nicht. Bomber kriege ich nämlich auch so runtergeschossen. Der Jäger interessiert mich, wie gesagt, nicht. Kanbei muss ich da jetzt erstmal als Schutzschild zwischen Sturm und Andy stellen, damit Andy mir nicht kaputt geht, weil es ist wesentlich einfacher, wenn mir ja alle Kurs überleben. Ja. So. Ihr dürft schon mal die Hintertür benutzen. Nachdem nächste Runde ja garantiert kein Meteor kommt. Müssen wir jetzt die ganzen Kampfpanzer langsam in Stellung bringen. So. Jetzt einmal hoffen, dass er mein Andy nicht kaputt hauen kann. Ja gut, er geht auf Kanbei. Das ist gut, das ist gut. So, kurz noch den Kaffee gucken. So. Es
so viel Anti-Air und Jäger wie der noch hat, lohnt sich's eh gerade nicht, irgendwelche Flugeinheiten zu bauen. Also kann ich genauso gut meinen Flughafen für die Deckung benutzen. Und ich darf meine Einheiten nicht zu stark zusammenklobbern, weil der nächste Runde wieder einen Meteor Strike hat. Und? Ach, da komme ich so oder so nicht hin, okay. Na, solange die eine Missileinheit da noch steht, ist Grid sogar richtig brauchbar noch. Jede Runde eine Air-Unit weniger. Ja. Da hat sie eh schon wieder, okay. Die Frage ist, ob ich diesmal nochmal genauso gut einen Comet-Catcher bauen kann. Weil das, was da steht, das wird nicht unbedingt auch für viel ausreichen. Der nächste Comet könnte wehtun. Es sei denn, ich stelle meine Einheit wirklich so weit auseinander, dass er da reingeht. Beziehungsweise mitten in seine Einheiten rein, da, weil der zieht den ganzen Betrag davon ab. Der geht nämlich immer dort rein, wo er am meisten Geld-Value erwischt. Mhm. Sturm ist da so ein bisschen geldgeil. Mal schauen, wie weit ich die auseinanderstellen kann. Zu gern würde ich da jetzt rein, aber wenn Kanbais Einheiten beieinander stehen bleiben, dann geht er da rein, das ist das Problem. So, die sind weit genug auseinander. Der zweite Meteor muss bei Kid reingehen, sonst krieg ich wirkliche Probleme. Meinetwegen darf er auch hier noch reingehen, aber das wäre auch schon das höchste der Gefühle, wo er noch reingehen darf. Das Morale Boost hebe ich mir für nächste Runde auf, wenn ich ihm dann richtig was kaputt machen kann damit. Bitte wieder bei Grid. Ja, gut. Passt. Der erste große Ansturm ist so gut wie überlebt. So. Na dann schauen wir mal, was wir hier noch rausreißen können. Alles, was wir mit Andy jetzt kaputt kriegen, ist kompletter Bonus.
Okay. Weil der muss jetzt eigentlich nur noch überleben. Je länger der überlebt, desto besser. Mit dem komme ich an nicht wirklich irgendwas Sinnvolles ran, außer die Infanterie hier. Einfach damit noch ein paar Einheiten stehen von ihm. Du capturest hier keinen Flughafensturm. Ich bin gerade überlegen, aber ich glaube, es lohnt sich sogar. Weil ich ihn dann mit allen Fernwaffen treffen kann. Tja, und schon hat er einen Medium Tank weniger. Das war die einzige Einheit, die mich hier jetzt noch wirklich gestört hat bei ihm. So. Gleich die nächste Co-Power hinterher. So, jetzt haben wir eine sehr, sehr seltsame Situation. Alle Einheiten blinken. Alle. Okay. Warum? Ja. Er hat Co-Power aktiviert, Andy hat Co-Power aktiviert, Grid hat Co-Power aktiviert und Kanbei jetzt auch. Alle Kurs haben jetzt gerade ihre Co-Power. Alle. Auch wenn Kanbeis Co-Power nicht unbedingt stark ist, aber ist ja auch egal. Der hat es sogar noch überlebt. Wer hat überlebt? Der Medium Tank. Aber gut, bauen wir halt einen neuen Medium Tank für Kanbei. So, es lebt zwar nicht mehr viel, aber das, was lebt, muss jetzt noch irgendwie reichen. Ja. Der muss eher weg.
Das könnte die erste Runde sein, die erste geradzahlige Runde sein, wo er keine Co-Power macht. Okay. Ich hoffe bloß, dass Andy noch eine Runde überlebt. Ja, keine Co-Power. Baut mir hier ein bisschen zu viele Bomber. Der Gute. Oh, sehr schön, der geht zu Grid rüber. Alles, was zu irgendjemand anderem geht, entlastet Andy. Gut, Andy hat damit schon mehr oder weniger überlebt.